Bildungscampus ist für uns von enormer Bedeutung. Warum? Erstens einmal, wir haben sehr viele junge Menschen, die zu uns kommen und eine bestmögliche Ausbildung erfahren sollen. Zweitens, wir haben auch viele Kollegen und Kolleginnen bei uns, die in Spezialausbildungen hineingehen. Auch das wird hier gewährleistet. Und vor allem, wir haben hier auch die Verbindung einerseits zwischen unserer Schule und auf der anderen Seite auch der Karl-Landsteiner Privatuniversität, weil wir hier vernetzt ausbilden wollen und über die Grenzen auf jeden Fall auch denken. Der zweite Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, wir bilden hier auch Heilstättenklassen an. Das heißt, junge Menschen, die hier in Behandlung sind, haben auch die Möglichkeit, hier ihre Ausbildung weiter absolvieren zu können. Das schafft wieder die Möglichkeit, dass sie sich schneller reintegrieren können. Insofern ganz wichtig und ein ganz toller neuer Bau. Ich glaube, dass man den Stellenwert gar nicht hoch genug ansetzen kann, weil es grundsätzlich zurzeit in der Pflege, aber auch in der Medizin stark um Weiterbildung, um Ausbildung geht. Wir brauchen Personal, wir brauchen gut ausgebildetes Personal und jede Schule, jede Einrichtung, die dazu beiträgt, ist ein ganz wertvoller, eine wertvolle Perle sozusagen in einer Perlenkette an Maßnahmen, die wir in Niederösterreich bemüht sind umzusetzen. Und dass das hier gemeinsam mit der Karl-Landsteiner-Universität und dem Universitätsklinikum so gut gelingt, in verschiedensten Bereichen, in verschiedensten Ausbildungsstufen, ist einfach ein gutes Role Model für vielleicht auch andere Projekte.